Stell dir vor, es ist 10 Grad minus, es ist draußen richtig kalt, der Schnee fällt, du fährst Auto und plötzlich kommt dieses Verkehrszeichen. Wenn die Winterreifen versagen, weil der Grip nicht mehr reicht, dann ist die Zeit der Schneeketten gekommen. In einer Umfrage Autofahren im Winter haben tatsächlich 40% aller Autofahrer angegeben, dass sie ohne fremde Hilfe keine Schneeketten aufziehen können. Liebe Freunde, das wird sich heute ändern und deswegen viel Spaß mit diesem Video. Ab diesen Verkehrszeichen gilt ausnahmslos für alle mehrspurigen Kraftfahrzeuge, auch Kraftfahrzeuge mit Allradantrieb, die sogenannte Schneekettenpflicht. Noch ein kleiner Hinweis, Schneeketten ersetzen nicht die Pflicht, dass du Winterreifen aufziehen musst. Wie sagt man so schön, gut vorbereitet ist die halbe Miete. Deswegen hier mein Tipp, welche Ausrüstungsgegenstände du mitnehmen solltest im Winter, wenn du Schneeketten aufziehst. Natürlich zum einen die Schneeketten sowieso. Dann ist es ganz wichtig, eine Decke dabei zu haben oder wie hier so eine Matte. Zur Not tut es auch die Fußmatte aus dem Auto. Glaubt mir, bei dieser kalten Jahreszeit macht es überhaupt keinen Spaß, ohne Handschuhe Schneeketten aufzuziehen. Deswegen ganz wichtig, Handschuhe dabei haben. Für deine Sicherheit, wenn du am Straßenrand jetzt die Schneeketten aufziehen musst, solltest du natürlich immer deine Warnweste dabei haben. Und wenn du in die Verlegenheit kommst, nachts Schneeketten aufzuziehen, dann ist es total ratsam, auch eine gut funktionierende Taschenlampe dabei zu haben. Es gibt eine große Auswahl verschiedener Schneeketten. Die Unterschiede sind gar nicht so groß. Nur die Auswirkungen, wenn du falsche Schneeketten auf deine Reifen aufziehst, die können richtig teuer sein. Deswegen informier dich vorher, welche Reifengröße du hast, um dann entsprechend auch die richtigen Winterreifen zu kaufen. Und die Reifengröße, die liest du hier an dieser sogenannten Reifenplanke ab oder du findest die Angaben zu deiner Reifengröße auch im Fahrzeugschein Teil 1. Und jetzt zeige ich dir, wie relativ einfach man Schneeketten aufzieht. Schneeketten aufziehen ist jetzt wirklich kein Hexenwerk, vor allen Dingen, weil auch von jedem Hersteller gute Gebrauchsanweisungen, die du vorher lesen solltest, mit dabei und vorhanden sind. Wichtig, Schneeketten kommen immer auf die Antriebsachse, also immer das angetriebene Rad des Fahrzeuges, da müssen die Schneeketten drauf. Bei Allradfahrzeugen muss man 4-mal Schneeketten aufziehen. So, wie geht es? Relativ einfach, 3 Verschlüsse muss ich schließen. Verschluss Nummer 1, das ist der Ring, der hinter dem Reifen ist. Ich ziehe den sozusagen hier hoch, klemme den relativ einfach ein, lege den hinter den Reifen. Dann habe ich im Grunde genommen diesen Haken hier. Das ist jetzt sozusagen Verschluss Nummer 2. Das kann ich natürlich auch immer noch mal ein bisschen richten. Und dann habe ich Verschluss Nummer 3. Und den ziehe ich hier rüber, mache den hier an diesen Teil fest, ja, und klemmt den im Grunde genommen hier an diese rote Öse ein. Und schon sind die Schneeketten aufgezogen. Und um jetzt sicher zu gehen, dass die Schneeketten auch wirklich gut anliegen, weil die Beschädigungen im Innenraum, wenn du das falsch machst, die können sehr groß sein, 10 Meter fahren, nochmal aussteigen, prüfen, ob die Schneeketten gut sitzen. Und dann ist das Thema schon erledigt. Wenn du es dann geschafft hast, die Schneeketten ordentlich aufzuziehen, dann gilt in Deutschland mit Schneeketten grundsätzlich 50 km/h zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das kann im Ausland anders sein. Informiere dich im Vorfeld, wenn du ins Ausland fährst. Beispielsweise in Österreich gilt mit Schneeketten maximale Höchstgeschwindigkeit 40 km/h. Noch ein paar Tipps zum Thema Schneeketten. Das erste, übe Schneeketten aufziehen schon mal im Trocknen. Zweitens, Geschwindigkeit reduzieren. Achtung, 50 km/h maximal. Wer zu schnell fährt, riskiert Karosserieschäden. Wenn die Straße vom Eis und Schnee befreit ist, ganz wichtig, um Straßenschäden zu vermeiden, Schneeketten wieder runter. Und ganz zum Schluss, denk dran, mit Schneeketten fahren, die Fahrgeräusche sind ganz anders. Von daher immer darauf achten, wenn es doch irgendwie zu laut wird,
rechts ranfahren und prüfen, was mit den Schneeketten ist. Und eins ist ganz wichtig, lagert die Schneeketten immer so, dass du sie auch für nächste Saison wiederfindest. Ich hoffe, dir hat das Schneeketten-Video gefallen. Schreibt doch gerne mal eure Erfahrungen zum Thema Schneeketten in die Kommentare. Ansonsten lass einen Daumen nach oben da, abonniere unseren Kanal und ich sage ciao, bis zum nächsten Video.